ein Pferd auf dem Operationstisch. Jeder Handgriff muss sitzen. Simone Scholtes arbeitet konzentriert. Während der Arzt operiert, kontrolliert Simone Atmung und Puls des Tieres. Nichts darf schiefgehen. Simone ist tiermedizinische Fachangestellte. Mädchen für alles. Ohne sie geht hier gar nichts. Ortswechsel. Jenny Wechsler auf dem Weg zur Arbeit. Sie macht eine Ausbildung zur tiermedizinischen Fachangestellten in dieser kleinen Tierarztpraxis in Hilpoltstein. Doch von echten Tieren zunächst keine Spur. Jennys Tag beginnt hier im Büro, die Organisation der Praxis. Jenny führt die Patientendateien und vereinbart am Telefon Termine für die Sprechstunde. Unsere Sprechstunde geht erst um 4 Uhr an und vorher mache ich Büroarbeiten. Das heißt, Kontoauszüge ausbuchen, Rechnungen schreiben, rauslassen, eintünen. Ja, sowas muss, fällt dann auch an. Jenny hat den Realschulabschluss. Der wird von den Tierärzten gerne gesehen. Weitere Infos dazu gibt's im Internet unter www.ichmachs.com. Die Apotheke der Praxis gehört auch zu Jennys Aufgaben. Sie nimmt Lieferungen entgegen, räumt die Arzneimittel an den richtigen Platz und kontrolliert. Ist alles da? Dann beginnt die Sprechstunde. Hallo! Und zwar gleich so richtig süß. Eine Hundezüchterin ist mit einem ganzen Rudel Welpen gekommen. Jenny hilft beim Ausladen. Mittlerweile ist auch ihre Chefin da, Tierärztin Dr. Martina Zeiler. Die Australian Shepherd Welpen sind erst ein paar Wochen alt und bekommen heute eine wichtige Impfung. Jenny bereitet den Impfstoff vor. Während ihrer Ausbildung lernt sie viel über die wichtigsten Krankheiten jeder Tierart. Die Impfung selber übernimmt die Ärztin. Jenny beruhigt den Hund und hält ihn fest. Dann trägt sie die Behandlung ins Impfbuch der Welpen ein. Und schon wartet der nächste Patient, Katze Lucky. Mit Katzen, Hunden und Kaninchen hat Jenny am häufigsten zu tun. Oh, da ist der Zahnstein. Hier, der ist schlimmer. Ja. Lucky hat Zahnstein, den soll Jenny entfernen. Dafür muss Lucky betäubt werden. Das mag er gar nicht gerne. Jennys Job ist nicht immer ganz ungefährlich. Tiere können mit Krallen und Zähnen verletzen. Doch dann ist Lucky betäubt und kann sich nicht mehr wehren. Noch eine Salbe in die Augen, damit die nicht trocken werden. Und los geht's wie beim Zahnarzt. Kleine Sachen darf Jenny selber machen. Jenny hat übrigens schon eine feste Stelle in Aussicht. Das ist keinesfalls die Regel. Für tiermedizinische Fachangestellte gibt es nicht sehr viele Ausbildungsplätze und nur wenige werden übernommen. Ist die Behandlung vorbei, kommt Lucky zurück zu seinem Herrchen. Jenny muss nicht nur mit Tieren umgehen können, sondern auch mit den Tierhaltern. Ihnen Tipps zur Ernährung geben und sie auch mal trösten. Tschüss. Ja, man braucht schon Menschenpsychologie, also vor allem beim Einschläfern. Durch das Tierbesitzer ja total fertig sind, dass das Tierarzt nicht mehr da ist, muss man die schon ein bisschen ermutigen, also aufmuntern. Und das sind die Ausbildungsinhalte. Hygiene und Infektionsschutz, Assistenz bei der Behandlung, Beratung und Betreuung von Tierhaltern und die Organisation der Praxis. Die letzten Handgriffe, Mundschutz, Apparate, Spritzen. Jasmin Bolkert bereitet den OP vor. Sie ist eine von 10 tiermedizinischen Fachangestellten in der Kleintierklinik H. Hier landen die Fälle, die ein normaler Tierarzt nicht mehr behandeln kann. Die Ruhe vor dem Sturm, denn gleich geht's richtig zur Sache. Also, uns erwarten heute viele OPs. Langweilig wird es uns bestimmt nicht. Was noch dazu kommt, kann man nie genau sagen. Aber ich denke, heute haben wir einiges zu tun. Los geht's mit diesem Chihuahua, Pino. Er hat eine Patella-Luxation, auf Deutsch seine Kniescheibe rutscht.
Gerade bekommt er einen Tubus für die künstliche Beatmung während der Operation. Jasmin kontrolliert die Narkose und gibt im Zweifelsfall noch etwas Betäubungsmittel nach. Dabei muss sie ganz genau arbeiten. Das gilt auch fürs Rasieren. Jasmin bereitet Pinos Bein für die Operation vor. Sie entfernt vorsichtig die Haare und desinfiziert dann die Stelle. Also wir haben schon viel Verantwortung, vor allem jetzt hier in einem OP mit der Narkose. Wir sind ja verantwortlich für die Tiere, gehen wir zu viel Narkose, kann schief gehen. Wir müssen die Narkose überwachen, ob sie atmen, ob der Puls da ist. Und also hier im OP hat man auf alle Fälle viel, viel Verantwortung. Dann ist Pino bereit für die Operation und kommt in den OP. Dort schließt Jasmin ihn an die künstliche Beatmungsmaschine und an die Geräte zur Kontrolle des Herzschlags an. Während der Operation muss natürlich alles äußerst steril ablaufen. Jasmin bereitet die Instrumente und die Kleidung für die operierenden Ärzte vor. Dann hilft sie ihnen beim Anziehen. Kittel, Mundschutz und Kopfhaube sind im OP-Bereich Pflicht. Die Ärzte arbeiten an offenen Gelenken. Bakterien und Keime dürfen da auf keinen Fall reinkommen. Und schon geht's los. Pino unterm Messer. Jasmins Hauptaufgabe während der Operation ist die Kontrolle von Atmung und Herzschlag des Tieres. Gibt es Probleme, muss sie eingreifen und die Ärzte auf die Situation hinweisen. Außerdem muss sie natürlich so einen Anblick aushalten. Manche OPs sind schon recht blutig, aber man gewöhnt sich daran. Also wenn jetzt jemand kein Blut sehen kann, ist er mit Sicherheit falsch. Der kippt hier ein paar Mal um, aber man gewöhnt sich dran definitiv. Während Pino operiert wird, bereitet Jasmin die nächsten Patienten vor. Immer mit einem Auge auf die laufende Operation nebenan. In der Klinik geht's zu wie am Fließband. Einem Hund sollen Operationsnägel entfernt werden. Eine Katze hat einen Kreuzbandriss. Jasmin und ihre Kollegen arbeiten im Schichtbetrieb. Auch mal am Wochenende und an Feiertagen. Operierte Tiere müssen betreut, Notfälle behandelt werden. Ein 7-Tage-Job. Und diese Fähigkeiten sind gefragt. Organisationstalent. Hygienebewusstsein. Körperliche und seelische Belastbarkeit und Kommunikationsfähigkeit. Halb acht am Morgen. Simone Scholtes beginnt mit der Arbeit. Wir kennen sie schon vom Anfang. Früh geht's für sie los und ein paar Nummern größer. Simone arbeitet in einer Pferdepraxis bei Schwabach. Sie ist die gute Seele des Hauses. Sie füttert die Patienten, mistet die Ställe aus, striegelt die Pferde und misst Fieber. Hier beim 16 Jahre alten Lancer. Der soll heute operiert werden. Die Temperatur ist okay. Zur Sicherheit wird ihm auch noch Blut abgenommen. Das wird später im Labor untersucht. Ich wollte auf jeden Fall was mit Tieren zu tun haben und auf jeden Fall raus. Also ich bin nicht der Typ, der den ganzen Tag im Büro sitzt und am Schreibtisch sitzt. Und ich möchte Kontakt mit den Leuten und mit den Tieren. Also ich möchte auf keinen Fall bei so einem Wetter, Sie wissen, ich sitze von 8 bis 17 Uhr im Büro und dann passiert nichts mehr. Und so bin ich draußen. Und langweilig wird's hier nie. Ein neuer Patient kommt, ein Araber-Wallach, der immer wieder umfällt. Einfach so. Eine Gefahr für den Reiter. Das muss natürlich untersucht werden. Ja, hallo. Simone lädt das Pferd aus und führt es gemeinsam mit einer Auszubildenden, dem Arzt Dr. Hans Rapp, vor. Der will sich ein Bild davon machen, ob das Pferd eventuell Arthrose hat. Um das zu testen, beugt Simone das Fesselgelenk. Sie muss wissen, wie sie mit den großen Tieren umgehen kann und braucht ein geschicktes Händchen. Der Arzt ist sich unschlüssig und will nochmal mit dem Pferdehalter sprechen. Der Schimmel kommt in die Box für weitere Untersuchungen später. Denn jetzt ist erst einmal Lancer dran. Der hat Knochenabsplitterungen in den Fesselgelenken. Die Patienten hier sind bunt gemischt. Vom teuren Sportpferd bis zum 1-Euro-Reitpferd ist alles dabei. Die Verantwortung ist aber immer gleich groß. Schließlich hängen alle Halter an ihren Tieren. Lancer wurde schon für die Operation vorbereitet. Hat Antibiotika und Schmerzmittel bekommen. Nun wird er betäubt.
zwischen gepolsterten Wänden. Die Narkose wirkt schnell. Simone muss zupacken, denn gleich sacken 450 Kilogramm in sich zusammen. Okay. 450 Kilogramm, die auch mal so richtig austeilen können. Oh, ich habe schon Tritt ins Gesicht gekriegt. Und aufs Schienbein, ich habe schon Finger gebrochen, ich habe mir schon das Handgelenk zertrümmert, das ist schon einiges passiert. Betäubt und kopfüber geht's für Lancer in den OP. Die negativen Seiten: Umgang mit Blut, Kot und Urin, Verletzungsgefahr durch Krallen und Zähne, Kontakt mit Desinfektionsmitteln, Schichtarbeit und Überstunden. In der Pferdepraxis beginnt die Operation. In der Kleintierklinik sind schon alle Patienten versorgt. Für Jasmin beginnt der langweiligste Teil ihrer Arbeit. Sie hat Abitur und will mal Tiermedizin studieren. Die Ausbildung zur tiermedizinischen Fachangestellten ist dafür eine gute Vorbereitung. Viele andere Aufstiegschancen gibt es nicht. Bestecke und Instrumente kommen in die Spülmaschine und werden danach sterilisiert. Der OP wird gründlich gereinigt. Jasmin hat viel mit Putz- und Desinfektionsmitteln zu tun. Also ich glaube, dass viele eine falsche Vorstellung von dem Beruf haben. Aber man sollte sich auch im Klaren sein, dass es einfach nicht nur Tiere streicheln ist, sondern viel Organisation, viel Putzen, viel Herrichten. Also man darf wirklich nicht zimperlich sein, man muss auch mal einen Lappen in die Hand nehmen und putzen. Vor allem, weil in dem Beruf der Putzjob einfach doch zu 70-80% schon im Vordergrund steht. Dann schaut Jasmin noch mal nach Pino, dem Hund mit der kaputten Kniescheibe. Seine Operation ist gut verlaufen. Eine von vielen Operationen an einem langen Tag. Komm mal hier. Schau, ja, es ist schon anstrengend, weil man einfach total verantwortlich ist für viele verschiedene Sachen, aber es macht Spaß. Also lieber habe ich es so, dass es stressig ist und es anstrengend ist, anstatt jetzt irgendeinen ganz langweiligen Beruf, wo einfach nichts passiert. Also ich mache es gerne. Die Karrierechancen: Spezialisierung auf Tiergruppen, Spezialisierung auf Einsatzbereiche, Studium der Tiermedizin. Zurück in der Pferdepraxis. Die Operation läuft auf Hochtouren. Der Chef, Dr. Rapp, hat eine kleine Kamera in das Gelenk eingeführt und die abgesplitterten Knochenteilchen entdeckt. Er entfernt sie. Simone beobachtet das Pferd ganz genau. Atmet es, wirkt die Narkose noch. Alle 5 Minuten notiert sie die Werte. Viel Geld bekommt sie übrigens nicht. Schon in der Ausbildung gehört der tiermedizinische Fachangestellte zu den schlechter bezahlten Berufen. Unter www.ichmachs.com gibt's mehr Infos und viele weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast. Dann kommt Lancer in die Aufwachbox. Hat er alles gut überstanden? Simone leitet immer mit. Es kommt immer darauf an, was das Pferd hatte und wie schwierig oder wie gut die Operation war. Und es werden schon einige Tränen vergossen, wenn es denn so ist, dass das Pferd es nicht überlebt. Ganz professionell kann man nicht damit umgehen. Also ich nicht. Also die meisten hier eigentlich nicht. Es geht uns schon immer sehr nah. Heute müssen keine Tränen fließen. Ein paar Minuten später ist Lancer schon wieder auf den Beinen. Simone hat Spaß an ihrem Beruf. Einen Beruf für alle, die streicheln wollen, zupacken können und ein dickes Fell haben. Einen Beruf für wahre Tierfreunde.